Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge LS17. Ja, wir befinden uns wieder auf der nordfriesischen Marsch. Genau, in der neuesten Version haben wir ja super uns abgesprochen, beziehungsweise wir sind diesmal ja ziemlich zügig dran. Was machst du jetzt? Du sollst den Kurs mir bitte laden. Genau. Und dann sagen wir, beginnen am ersten Wegpunkt, wenn der Düngerstreuer auch anfängt. Er fängt an. Sehr schön. Dann können wir hier auch anfangen zu dreschen. So, wir fangen einfach schon mal an. Gerät erst aufklappen. Machen wir. Leben gerne. Ach, das Schneidwerk. So. Oh, da war die Stimme weg. Aber kriegen wir schon hin. Dann haben wir das übliche Thema. Einmal abkoppeln, einmal ankoppeln und dann starten. So, dann sagen wir Helfer einstellen. Sollten wir vielleicht auch am nahegelegensten Wegpunkt machen, dann haben wir es auch vernünftig. So, wir switchen weiter. Und zwar wollen wir hier sind auch noch Sonnenblumen. Oh, wie schön, wie schön, wie schön. Den Zuckerroder, den brauchen wir doch eigentlich nicht mehr. Wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. Wir verkaufen ihn. Genauso wie unsere beiden Kartoffelroder werden zurzeit auch nicht mehr gebraucht. Dann können wir uns immer noch mal einen neuen leisten. Wir sortieren heute halt mal ein bisschen was aus. So. Den Pickup brauchen wir auch nicht. Ja, wenn wir mal so gucken, wir haben schon einiges am Fuhrpark. Wirklich so einiges. Sollten wir auch wirklich mal schauen, dass wir da mal ordentlich was beibehalten. Wir switchen. Wir switchen nicht, wir laufen mal eben drüber. Und zwar zur Molkerei. Und schauen mal zu der Produktion. Was uns dann noch fehlt, was wir noch brauchen. Leerpaletten brauchen wir noch. Wasser haben wir drin. Und Milch. Haben wir ein bisschen was drin. Wie viel Milch haben wir bei den Kühen dort? Nochmal 20.000 wäre vielleicht sinnvoll, wenn wir sie abholen. Jetzt müssen wir aber allerdings erstmal schauen, dass wir Feld 3 abgetankt bekommen. Sprich, da nehmen wir... Unsere LKWs sind gerade wieder auf dem Weg zurück. Dann nehmen wir ihn hier. Löschen. Kursladen. Abtanken. Hoflager. F3. Müsste dieser Drescher sein. Wir schauen kurz nach.
So, wo steht er denn? Wo ist er denn? Wo haben wir ihn denn? Ist schon ganz schön weit gekommen. Bis zur Ecke, auch sehr schön. Ja, das ist der Drescher, aber. Und er ist auch schon voll. Also das heißt, wir könnten das erste Mal selber abtanken. Gerade hier in der Ecke ist es vielleicht so oder so sinnvoll, wenn wir dort sagen, wir tanken hier mal selber ab. Jetzt hoffe ich nur nicht, dass er schon stehen bleibt. Warum tankt er nicht ab? Aha, jetzt aber. Nicht. Er mag nicht mehr abtanken. Wäre cool, wenn er es schaffen würde bis vorne zur Ecke. Aber leider nicht. Leider hat das nicht ganz geschafft. Fehlen uns circa 2.500 Liter. Wir fahren dann noch mal an ihn ran und fragen ihn, ob er uns noch mal Hafer gibt. Was wollen wir mit dem Hafer machen? Wir wollen den Hafer nachher zur Haferflockenproduktion bringen. So. Wir sagen Anfang am ersten Wegpunkt, bitte fahr ab. Sehr schön. Wir sagen mal zu ihm hier, fahr ab, weil irgendwie läuft da gar nichts mehr weiter. Was haben wir hier? Hier haben wir auch Roggen. Genau. Wir nehmen uns unseren Tankwagen. Da ja Wasser drin war, brauchen wir jetzt nicht zur Reinigung fahren. Dann können wir auch ihn sofort mit Milch befüllen. So. Fahren wir ihn schnell rüber zum Kuhstall. Ja, meine lieben Freunde, ich habe auch natürlich noch eine Frage für euch. Und zwar, wie möchtet ihr es? Da diesen Monat ja ziemlich viele Feiertage kommen, an der Zahl sind es nur 1, 2, ja gut, noch, was heißt noch viele? Ja, viele Feiertage kommen zwar, aber es fallen 2 Stück nur wochentags, beziehungsweise 3 Tage auf wochentags. Möchtet ihr da trotzdem 2 Folgen sehen oder halt nur eine immer? Sprich, es wäre jetzt nächste, jetzt kommende Woche Donnerstag, würden sonst 2 Folgen kommen, Freitag nur eine, Samstag, Sonntag wie gewohnt 2. Und dann halt am 21., das wäre ein Montag, würden dann auch 2 kommen, wenn ihr das sehen wollt. Wenn ihr sagt, nö, wollen wir nicht, dann kommt da halt immer nur noch eine. Ist gar nicht das Problem, ist auch nicht schlimm. Da halte ich mich so, wie ihr es gerade wollt. So. Wäre nice, wenn ihr das in die Kommentare reinschreiben würdet, wie ihr es ganz gerne handhaben möchtet. Und dann werden wir uns halt auch ein bisschen danach richten.
Weil geplant ist ja auch, dass Livestreams kommen. Oder beziehungsweise nicht Livestreams, sondern dass auch Multiplay kommt. Da wird wohl ab Montag was erscheinen. Genau weiß ich es noch nicht. Ich weiß noch nicht, wann wir dazu genau kommen zum Aufnehmen. Aber wir würden da auch natürlich aufnehmen. Die würden natürlich auch was länger werden, die Folgen. Ich denke mal so halbe Stunde, dreiviertel Stunde pro Folge wird das werden. Da wird dann natürlich auch unregelmäßig halt so, wie es gerade passt, würden dann da halt Videos kommen. So, Feld 1 ist unser. Sollen wir einfach mal sagen, komm, dreschen. Egal. Och, Feld 1 ist gar nicht. Habe ich mich gerade vertan? Wo stehen wir denn gerade? Feld 15. Nee, Feld 15 wollen wir jetzt nicht. Dort haben wir auch alle. Wir können mal kurz runterfahren zur Holzindustrie bzw. Holzverarbeitung. So. Fahren wir mal hier durch. Dann haben wir das auch fertig. So. Oh. Dort haben wir nichts mehr stehen an Leerpaletten. Dort haben wir ein paar Leerpaletten. Wir brauchen mal einen leeren LKW hier unten. Ziehen wir ihn doch hier einfach mal raus. So. Und ab geht die Post. So, beladen wir hier mal Hackschnitzel. Hackschnitzel. Nicht das Schnitzel zum Essen, sondern Hackschnitzel. Ja, ich weiß, so ein bisschen bekloppt bin ich immer. Ihr kennt mich ja auch schon gar nicht mehr anders. Gärprozess ist 32%. Ne, 7%, ich wollte gerade sagen. So. Auf G3, F3 hingen wir gerade. Wir schauen mal, dass wir ihn hier abgetankt bekommen. Nee, er möchte hier nicht abtanken. Dort haben wir ihn. Zumindest so weit, dass er bis auf den ersten, bis er wieder auf den Geraden fahren kann. Und dann halt, dass wir dort vernünftig abtanken können. So. Wir fahren schon mal rum. Zurück. Geht doch. Unser Düngerstreuer ist dort auch ganz gut dabei. Und damit hin haben wir hier natürlich jetzt auch gut zu tun. Wir schauen mal, dass wir dicht genug rankommen, auch vernünftig rankommen. Dass wir ihn vernünftig abtanken können.
Na, bei 11.000 ist aber noch lange nicht Schluss. Aber meine Freunde, ich würde sagen, dass, wie es weitergeht, werdet ihr dann auch in der zweiten Folge heute sehen. Ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet, ein Abo da lassen würdet und später wieder reinschalten würdet. Bis dorthin, danke und tschüss.